2021 ist geschafft. Und auch wenn Deutschlands größte Silvesterparty hier am Brandenburger Tor in Berlin wieder mal ausfiel, feierten Tausende in der Hauptstadt den Jahreswechsel, begleitet von kleineren Feuerwerken. Ganz oben auf der Wunschliste für 2022 sicherlich bei vielen ein Ende der Corona-Pandemie. Also, dass es keine unendliche Geschichte wird, dass man auch wieder Hoffnung haben kann. Denn das zweite Corona-Silvester sahen Corona-Hotspots wie Sachsen mit Ausgangssperren vielerorts auch so aus. Gähnende Leere am frühen Abend in Leipzig. Nach Mitternacht jedoch wurden in Dresden etwa Beamte mit Gegenständen beworfen und Straßensperren errichtet. Und auch in Leipzig kam es zu Krawallen. Ganz sehr ruhig, allerdings zwischen 0 Uhr und 2 Uhr hatten wir ja sehr viele Einsätze mit doch einigen Verletzten, mit Sachbeschädigungen und auch Verkehrsunfällen und einigen tragischen Ereignissen. Private Feiern waren wegen der raschen Verbreitung der Omikron-Variante deutschlandweit nur im kleinen Rahmen erlaubt. Im nordrhein-westfälischen Hennef kam bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers ein 37-Jähriger ums Leben. Ein weiterer Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Polizei vermutete zunächst, dass es sich um einen selbstgebauten Böller gehandelt haben könnte. In dieser Hofeinfahrt muss sich das Schreckliche heute Morgen ereignet haben. Wir sind gerade auf die Familie gestoßen, die uns erklärt hat, dass der Böller wohl nicht selbst gebastelt war, sondern gekauft wurde. Weil deutschlandweit Knaller und Raketen wie vergangenes Jahr nicht verkauft werden durften, war es generell aber eher ein ruhigeres Silvester mit weniger Einsätzen auch hier in Köln. Es war zwingend notwendig, ein Verkaufsverbot für Böller anzuordnen, einfach um sicherzustellen, dass die Krankenhäuser, die Ärzte und die Pfleger, die jetzt schon genug zu tun haben, nicht noch zusätzlich durch Verletzte belastet werden. Zurück nach Berlin. Die Polizei hier sprach noch in der Nacht vorläufig von einer vergleichsweise ruhigen Silvesternacht. Deutschlandweit sah es in den meisten Städten ähnlich aus.